Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Foodtruck mit mir diese Woche, denn der Roy musste länger arbeiten. Er hat mich gebeten, schon früh einkaufen zu fahren. Ich war mit 3 Kindern einkaufen, ja, und wir haben richtig Glück gehabt, denn jetzt fängt es an, richtig zu regnen bei uns. Aber ich zeige euch erstmal die Kühlsachen. Wir haben Peppa Pig Eis gekauft. Dann habe ich eine Riesenpackung Hackfleisch gekauft. Ich glaube über 6 Euro. Wir möchten nämlich falschen Hasen machen. Haben wir mit meinen Eltern gegessen, das war so lecker. Und Roy hat sich das auch gewünscht mit Kartoffeln. Dann habe ich so Kinderwurst mitgenommen für die Brotdosen. Gelbe Wurst, verschiedene gab es für 1 Euro im Angebot. Dann im billiger Kühlschrank gab es für 1,30 Euro hier Leckermäulchen Vanille. Der Elias kriegt gerade eins von Lukas. Mögen am meisten Vanillegeschmack. Dann gibt es diese Woche Almette im Angebot für 1 Euro. Da habe ich einmal mit Schnittlauch, einmal Natur mitgenommen. Zwiebeln, ich glaube 49 Cent. Dann habe ich für 1,99 Laugestangen. Die werde ich wieder mit Käse und Speck überbacken. Mögen die Kinder total gerne. Dann habe ich Spätzle mitgenommen, waren für 1,79 im Angebot. Da habe ich verschiedene, einmal mit Kräuter. Haben wir noch nie gehabt, muss ich mal probieren. Einmal ohne Kräuter. Da möchten wir nämlich dazu Linsen und Spätzle, also Linsen und Würstchen machen. Dann gab es diesen Käse auch im Angebot für, ich glaube, 1,29. Lukas hat sich polnischen Schinken mitgenommen. War auch im Angebot. Aber diese Salami hat genau 2 Euro gekostet. Kerngarten 1,79. Dann die Salami mit Zwiebelrand, mega lecker. Dann für 1 Euro gab es Ferdi Wurst im Angebot, verschiedene Sorten, haben wir auch noch andere Sorten mitgenommen. Diese Käsestangen mache ich gerne in die Brotdosen für die 2 großen. Es gibt 2 verschiedene Sorten, Mozzarella und Gouda. Eigentlich mögen die Kinder Mozzarella mehr, aber ich habe nur noch Gouda. Ich glaube, das essen sie auch. Speck für die Laugestangen, dann gab es Salakis, auch im Angebot, 1,49 oder 1,69. 89 Cent Leonis Pudding, hat sich wieder eins mitgenommen. Dann gab es für 89 Cent im Angebot von Rama, habe ich gleich 2 mitgenommen zum Kochen. Fragfrage, Würstchen für die Linsen. Dann gab es Bauer für 49 Cent im Angebot. Da hat Lukas die 2 Sorten ausgesucht. Und Biene Maya, Erdbeergeschmack. Und nochmal diese Spätzle und nochmal Rama. Dann ist Elias sein Schnulli hier zum Abkochen. Hinten steht 12-mal Milch, Cola. Habe ich mal in Glasflaschen mitgenommen, weil ich brauche ab und zu mal was mit Geschmack. Und unten steht, was lecker? Ja. Und unten steht Wasser, Mineralwasser. Okay, da steht. So, Snackmörchen für die Brotdosen, Knoblauch, Kartoffeln, ich weiß aber nicht, was die gekostet haben, da waren so viele Preise irgendwie. Also entweder 1,99 oder 2,99. Dann gab es Gurken für 49 Cent, da habe ich gleich 49 oder 59 Cent, 2 Stück mitgenommen. Und wie gesagt, diese Ferdi-Würstchen in verschiedenen Sorten für die Brotdosen für genau 1 Euro. Ja, kann man praktisch dann mitgeben. Dann habe ich, die haben auch noch, du hast dieselben, ja, es waren dieselben, Paprika, rote Paprika, 1,79, 1,99 die grünen Äpfel oder gelb, sind auf jeden Fall nicht so sauer wie die ganz grünen. Dann habe ich wieder diese Kakaorolle, die kostet 1,99, nochmal diese Würstle, 2-mal Schokodonuts, haben sich die Kinder ausgesucht. Lukas hat sich hier so Hotdog mitgenommen. Dann wieder unser Toastbrot. Kostet 2,19 Euro. Aber wie gesagt, ich finde das Brot saftig und es hält auch ewig. Ist ewig saftig. Und dann habe ich Bio-Bananen mitgenommen, denn die anderen waren alle grün. Deswegen habe ich die mitgenommen. Nochmal eine Pizza. Dann 1 Euro diese Dosen hier, Linsen. Und Leonie hat sich Gürkchen gewünscht, hat sich die ausgesucht. Preis weiß ich nicht. Das haben sich auch die Kinder mitgenommen, so Tortillas. Eine Aubergine, das kostet die 70 Cent genau. Und dann gab es noch Spezi für 49 Cent im Angebot. Lukas eine mitgenommen und Lukas wünscht sich
Hühnerfrikassee. Hühnchen habe ich noch im Kühlschrank gefroren und Erbsen, Möhren gab es leider nicht im Glas, nur noch in Dosen. Habe ich die mitgenommen. Und das Abendessen haben wir hier Laugebrötchen und eine Brezel, die ich gegessen habe im Laden. So, das war's, Leonie. Du musst deinen Mund waschen. Komm, du kannst hier den Hocker nehmen und den Mund waschen. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche alle wieder dabei. Gesund und munter und nächste Woche ist hoffentlich der Roy auch wieder für euch da. Tschüss, danke fürs Zuschauen.